Ja, hat jetzt gerade ein bisschen unterbrochen, weil der Akku von der Kamera alle waren, das war auf Nachfüllen oder einen neuen reintun. Aber wir sind ja auch schon, zumindest von meiner Seite, ja fast am Ende. Ich bin ein bisschen unfair und frage jetzt einfach mal, wenn du keine Dirk Dornblüt-Uhr tragen würdest, gäbe es ein Modell, eine Marke, die du dir auch ans Handgelenk binden würdest? Es gibt ja manche. Also mehrere. Ja? Klar. Erzähl mal. Also, finde ich spannend. Philipp Dufour, okay. Nummer 1. So eine Simplicity würde mir auch zusagen. Würde ich auch. Datograph von Lange. Oh, schön, Uhr. Ja. Zeitwerk von Lange vielleicht auch, obwohl ich die am Anfang schrecklich fand. Ja, ging mir ganz genauso. Die braucht Zeit, um interessant zu werden. Man tut sich schwer, weil sie nicht das klassische Erscheinungsbild einer Uhr hat. Oder hier, was du trägst, diesen Heuer Bundeswehr Chrono. Also so altes. So oder den alten Hanhard Chrono oder einen alten Tutima Chrono oder so. Ja. Das wäre auch schön. So, das sind die Sachen, wo ich sage, ja, interessant. Jetzt mache ich das ja nicht nur, um meinen Followern irgendwas von euch zu erzählen, sondern ich habe ja schon auch ein bisschen den Wunsch, dass man mit der Veröffentlichung von diesen Videos oder auch den Podcasts den einen oder anderen jungen Menschen erreicht, der dann vielleicht aufgrund dessen, was wir so miteinander reden, sagt, Macherei habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, müsste ich mir vielleicht mal angucken, hört sich ganz interessant an. Mein größter Wunsch wäre, dass sich aufgrund dieser Geschichte irgendwann mal ein paar junge Leute dazu entschließen, unseren schönen Beruf zu ergreifen. Wenn du jetzt zurückblickst in dein uhrmacherisches Schaffen, würdest du irgendwas ändern daran? Beziehungsweise was würdest du jungen Leuten mit auf den Weg geben, wenn sie sich die Welt der Uhrmacherei anschauen? Was ist faszinierend an dieser unserer Welt? Was ist das, was uns... Das sind jetzt zwei Fragen. Also die eine Frage ist einfach, wir haben uns ja vorhin auch drüber unterhalten, du siehst am Arm, was du gemacht hast. Wie bei jedem anderen Handwerk auch. Also damit reiche ich mich jetzt ein in die Reihe der Tischler, der Maurer, der Zimmerleute, der Dachdecker. Also es ist einfach Handwerk. Unser Tag war. So, und das ist ja in den letzten Jahren sowohl medial als auch in den Schulen als völlig wenig sexy, teilweise ist ein Unternehmer, auch so in Kleinbetrieben, das ist irgendwas zwischen Kriminellen und Kinderschänder, sage ich jetzt mal, in der Darstellung der Medien. Ja, und da einfach das Bild mal gerade zu rücken, einfach mal zu zeigen, wie ist es wirklich. Mhm. Weil viele Leute kennen das gar nicht. Die denken teilweise, die Kinder in Städten, die Milch kommt aus dem Tetrapack, aus dem Kühlregal aber dass das irgendwer mal herstellt, irgendwer mal machen muss und irgendwer Handwerk mit eigentlich eines der ältesten Sachen ist, die überhaupt passiert, ist in den Grundlagen. Sonst gäbe es keine Häuser bei den Steinzeitmenschen. So, ohne Handwerk geht ganz vieles oder fast alles nicht. Ja? Handwerk und ist ja das, ursächlich. Und wenn ich mir das so angucke, was teilweise heute so an Studiengängen, was das so in den letzten Jahren aufgebläht ist, da bin ich auch richtig ärgerlich drüber. Sachen, da habe ich im Leben noch nie was von gehört. Natürlich ist es wichtig, dass es einen Ingenieur gibt, dass es einen Arzt gibt und dass es verschiedene andere Dinge gibt. Keine Frage. Auch Kunst und solche Sachen. Aber vieles wird in meinen Augen völlig überbewertet und so Leute, die da nie mit dem Handwerk zu tun hatten und dann auch beim Handwerker jetzt was bestellen, das ist jetzt nicht Uhrmacher, aber was anderes, die dann völlig hochnäsig behandeln und eigentlich arm dran sind. Die Leute sind arm dran, die es einfach nicht verstanden haben. Um jetzt mal den Bogen zum Uhrmacher zu kriegen, da hast du wirklich die Möglichkeit, in ganz viele Bereiche zu gehen. Du kannst es dir aussuchen, was du machst. Du kannst in Großuhren gehen, du kannst in eine Konstruktion gehen, du kannst in große Sachen gehen, in kleine Sachen gehen, in Reparaturen gehen. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten, kreativ zu werden. Und wo gibt es das noch? Also ich glaube auch, das ist, wenn man jetzt bei unserem Berufsbild bleibt, das, was eigentlich die allermeisten nicht wissen, wer halt Uhrmacher hört, der denkt an Batteriewechsel. Entweder so oder also alte Uhren, die an der Wand hängen oder sowas. Aber Uhrmacherei kann ja, und ihr nutzt es zum Teil ja auch durchaus auch super modern sein. Ja? Klar. Uhrmacherei kann auch mit digitaler Technik, mit Software etc. zu tun haben.
Uhrmacherei nutzt in Teilbereichen auch super moderne Technologien, ob das jetzt was mit Laser ist oder mit Elektroerosion oder weiß der Geier was. Es ist ja nicht nur Altbachen. Nee. Gleich das Altbachen für meine Augen das, die Basis ist. Die sollte man kennen, um dem Handwerk gerecht zu werden. Und dann kann man sich aber in zig anderen Bereichen tummeln, die mit dem Altbachen fast gar nichts mehr zu tun haben. Ja. Also das ist, glaube ich, was, was die allerwenigsten wissen, dass Uhrmacherei ein unglaublich weites Feld bietet. Ja, und ich muss auch nicht nur in einer Reparaturwerkstatt arbeiten. Nein. Ich kann bei dir in der Fertigung mitmachen, ich kann konstruieren, mich an ganz neuen Dingen versuchen. Ich kann aber auch in die Industrie gehen und dort glücklich werden, links nicht. Ja. Also das Bild unseres Berufes ein bisschen öffentlicher zu machen und auch, wie ich immer sage, den Sex von diesem Beruf darzustellen. Ich würde ja behaupten, es gibt wenig Handwerksberufe, die so vielfältig und dadurch so sexy sind wie wir. Ja? Nur das wurde, zumindest solange ich Uhrmacher bin, von keiner Innung und keinem Zentralverband jemals richtig vermittelt. Also ich glaube, da sind wir schon wichtig, um das nach außen zu tragen. Wir brauchen Nachwuchs, wie jedes Handwerk, wir brauchen dringend Nachwuchs, weil unsere Branche boomt, wenn man ganz ehrlich ist, ja, und wir haben viel zu wenig Leute, deswegen müssen deine Kunden zum Teil auch 14 Monate warten. Also ich versuche auch mit diesen ganzen Podcast, YouTube-Geschichten junge Leute zu animieren. Guckt euch mal an. Einfach mal angucken. Kann man zu dir kommen, ja, sagen, klopfen, sagen, Herr Donald, ich habe da beim Herrn Eckel auf seinem Podcast gesehen, darf ich mal? Also, du wärst das, ja klar, das Interesse einfach mal wecken oder einfach mal gucken, das auch an die jungen Menschen mal einfach appelliert, guckt es euch einfach mal an. Ja, eben. Also und dann bis dahinterher, interessiert mich oder interessiert mich nicht, ist okay. Ja. Aber erstmal gar nicht angucken, das finde ich eigentlich sträflich. Ja, aber das kann man jetzt endlos weiterführen. Ja. Ich glaube, das sind wir und unsere Verbände ursächlich dafür, weil wir den Beruf gar nicht nach außen tragen. Absolut. Ja. Also sind wir nicht schuldlos dran. Das ist so. Wir haben es ja selber mit verursacht. So. Das genau. Ist so. Also ich nehme mich da als bestes Beispiel. Ich kannte den Beruf gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Ich bin da einfach drüber gestolpert und bin da, wie du gerade sagst, in so eine Werkstatt reingekommen. Mhm. Und habe mich da vom ersten Moment an zu Hause gefühlt, aber ich wusste nichts davon als im Vorfeld. Ich habe nie zu meinen Eltern gesagt, ich möchte vielleicht mal Uhrmacher lernen, wenn es an eine Lehre geht. Nee, man muss da das Glück haben, dass man so reinstolpert wie ich. Oder wir alle gemeinsam müssen viel mehr tun, um unseren Beruf nach außen darzustellen. Nicht nur immer über die Uhren, über die tollen Marken, sondern über das, was da dahinter steckt. Das finde ich ist mit unserer Aufgabe und ich versuche das zumindest mit diesen Dingen. Fast am Ende, lieber Dirk. Ja. Aber ja, komm. Eins hätte ich noch. Jetzt bist du ja nicht nur Uhrmacher, du bist ja auch Mensch. Ja. Also was macht der Mensch, Dirk Dornblüt, wenn er nicht Uhren macht? Gibt es Dinge, wo du sagst, also ohne das könnte ich nicht leben. Ich weiß, ohne Uhren kannst du nicht, aber gibt es auch noch andere Dinge, ohne die du nicht kannst? Dein Feierabendbier, dein... Ja, das auch. Was weiß ich. Aber Fahrradfahren, sage ich jetzt mal so, das mache ich ganz gerne. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Du kennst ja den Status von mir ab und zu mal. Und dann, jetzt ja nicht mehr so, jetzt ist eigentlich noch meine Tochter, wo wir noch viel zusammen machen, so auch handwerklich. Die ist öfter schon mal in der Werkstatt bei mir. Und auch mit Freunden einfach mal zusammen was machen. Ja, also aber dann ist es schon viel Uhrmacherei-lastig, auch mit Uhrmacher-Kollegen bin ich in so einem Verein, bin Historische Uhren Schloss Rasfeld, wo wir uns zwei, dreimal im Jahr treffen. Jetzt zum Beispiel haben wir im April ein Chronometer-Seminar vom Ino Flessner, der jetzt mal Chronometerhemmung mal erklärt, solche Sachen. Klar, so einigermaßen aus den Büchern habe ich es verstanden, aber die Feinheiten, sage ich jetzt mal, traue ich mir nicht zu. Und da finde ich es immer interessant, wenn da jemand was dazu erzählen kann, der es einfach besser weiß. Also auch ein Dirk Dornblüt, der fantastische eigene Uhren herstellt, weiß nicht alles. Nein, überhaupt nicht. Ich kann auch von anderen noch was erzählen. Und sich. Aber auch von den Reparaturkollegen, die haben auch was zu berichten. Also das ist jetzt, Gottes Willen, ich weiß nicht alles und ich kann auch nicht alles. Nein, also überhaupt nicht. Das ist wieder das beste Beispiel dafür, dass Uhrmacherei einfach ein unglaublich spannendes, riesiges Feld ist, wo es ganz vieles gibt und kaum einer oder nahezu niemand weiß wirklich alles, sondern jeder
lerne jeden Tag, auch nach 40 Jahren, noch was Neues dazu. Das ist, das ist schon das, was mich an Uhrmacherei eigentlich immer begeistert hat. Also das heißt aber, du bist jetzt nicht der, der nur da drin steckt und gar nichts anderes mehr kennt, sondern du bist durchaus auch ein ganz normaler, ordinärer Mensch, der mit dem da draußen auch einhergeht und das auch braucht, um sich wohlzufühlen. Ja. Klar. Also das will ich eigentlich auch immer so ein bisschen rauskitzeln. Es gibt ja manche, wir haben vorher über Christian Klings gesprochen, der ist, glaube ich, wirklich nur da drin, der, für den existiert gar nichts anderes. Das ist ein Genie, keine Frage. Der Genie ist ja immer auch so ganz nah am Wahnsinn. Also ja. vom wirklichen Leben hat er, glaube ich, nicht wirklich viel mitbekommen. Ja, lieber Dirk, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das war der erste Versuch. Ich hoffe, es hat halbwegs funktioniert. Und gut schon. Es lässt sich auch veröffentlichen, ohne dass wir zwei schlimm dabei aussehen. Ich habe dir noch was mitgebracht. Es ist wirklich nur eine Kleinigkeit und ich weiß auch nicht, ob du was damit anfangen kannst. Aber ich fand es ganz schön. Und vielleicht erinnert dich das einfach an früher. Ich habe früher mal Briefmarken gesammelt und ich habe hier zwei Sätze von Briefmarken aus der DDR. Ach, was? Mathematisch physikalischer Gang. Mit Uhren und mit Modellen aus dem mathematisch-physikalischen Gang gekommen. Ja. Das zeigt eigentlich auch, wie interessant und spannend die Uhrenwelt selbst für sowas ist, dass man da mal Briefmarken damit gedruckt hat. Also das ist dann auch wieder so, dass es zeigt, wir haben einen tollen Beruf. Ja, das ist einfach, nochmal an die jungen Leute, Mensch, guckt es euch einfach mal an. Und seid ihr, nur macht es auch nicht, weil die Eltern sagen, studier dieses, studier jenes, da verdienst du viel Geld. Wer Zahnarzt, also nicht gegen Zahnärzte, wer Zahnarzt werden will, der soll das machen, das ist völlig okay. Ja. Aber guckt, was ihr für Talente habt, probiert euch aus und dann macht das, was euch liegt. Ja. Und habt ihr Spaß ein Leben lang. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein gutes Endzitat. Ja. Spaß an dem zu haben, was man tut, ist viel, viel wichtiger, wie einen Haufen Geld damit zu verdienen. Geld verdienst du schon damit. Wenn du Spaß daran hast, verdienst du irgendwann noch das Geld. Das ist nämlich mein Resümee. Wenn du Spaß an etwas hast, dann kommt irgendwann zwangsweise das Geld dazu. Aber wenn nicht du Millionen Geld natürlich, nein, aber siehst, dann hast du vermutlich irgendwann ein gut gefülltes Bankkonto, aber du bist vielleicht innerlich total unglücklich, weil dir das. Und du fieberst der Rente entgegen. Ja, weiß nicht. Und dann einen Bus auszubauen und Geld durch die Gegend. Lieber Dirk, vielen, vielen Dank. Dankeschön, Bernd. Das war's. Ja.